Dr. Stefan Kaufmann für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Liebe Frau Gohlke, Sie analysieren ja richtig, dass aufgrund des großen Studierendenandrangs viele Wohnheimplätze und auch bezahlbare Wohnungen in unserem Land fehlen. Zum Studieren, das haben wir gehört, da sind wir uns einig, gehören nun auch mal Dächer über dem Kopf. Ihre Schlussfolgerungen aber, Frau Gohlke, kann ich dagegen überhaupt nicht teilen. Sie fordern nichts weniger als eine Mietrechtsreform für alle Wohnungen in Deutschland und eine Verstaatlichung des Wohnungsbaus in Deutschland. Und ob wir so tatsächlich den Wohnungsmangel beseitigen, Frau Gohlke, wage ich zu bezweifeln, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ihre zweite Forderung zur Deckelung der Mieten für einen Wohnheimplatz ist überflüssig. Sie wird bereits vom DSW erfüllt, vom Studentenwerk. Es braucht also das von Ihnen vorgeschlagene Mietmoratorium nicht. Und drittens fordern Sie, genauso wie Peer Steinbrück, wir haben es auch gehört von Herrn Groß, ein Bund-Länder-Programm zur Schaffung von 25.000 Wohnheimplätzen für Studierende. Rot-rote Einigkeit also. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss, und es wurde schon x-mal heute gesagt, darauf hinweisen, dass die Zuständigkeit von dem Wohnheimbau eindeutig bei den Ländern liegt. Und es ist an den Ländern, eine bessere Ausstattung zum Beispiel der Studentenwerke sicherzustellen und auch im Übrigen der BAföG-Ämter, wo immer noch viel zu viele Anträge zu lange liegen bleiben. Und einige Länder zeigen ja auch, dass es anders geht. Bayern zum Beispiel, wir haben es gehört, baut derzeit 2.500 neue Wohnheimplätze und bezuschusst diese mit dem bundesweit höchsten Anteil von 26.000 Euro pro Platz. Und das Deutsche Studentenwerk preist die Bayern hierbei als vorbildlich für alle Bundesländer. Aber auch in meiner Heimat Baden-Württemberg hat noch die CDU-geführte Vorgängerregierung den Bau von über 3.000 neuen Wohnheimplätzen beschlossen. Diese befinden sich schon im Bau, also das ist nicht ein Verdienst der neuen Landesregierung. In Stuttgart beispielsweise stehen schon jetzt für fast 15% aller Studierenden ein Wohnheimplatz zur Verfügung. Zum Vergleich, in Berlin sind es gerade mal 6,5%. Und auch das zeigt, die Kommunen sind gefordert. Darauf hat ja Kollege Körber schon hingewiesen. Im CDU-geführten Hessen, das ohnehin schon sehr aktiv war im Wohnheimbau, hat in diesem Monat noch einmal der Bau von 2.000 zusätzlichen Wohnheimplätzen begonnen. Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Wohnheimbau geht es dort besonders voran, wo die CDU-CSU regiert. Und die Linkspartei hingegen, sie fordern immer viel. Und dort, wo sie regieren, passiert leider nichts. Und es wurde Berlin angesprochen. Dort haben sie oder hat erst unter Regierungsbeteiligung der CDU eine Vereinbarung stattfinden können über die Schaffung von 5.000 neuen Studentenwohnungen. Und Sie, als Sie noch in der Regierung waren, 10 Jahre lang, auch das wurde gesagt, haben Sie nichts getan. Und wie soll da ein Student oder eine Studentin Ihren Antrag eigentlich noch ernst nehmen, Frau Gohlke? Auch im rot-roten Brandenburg sind jedenfalls mir übermäßige Aktivitäten im Studentenwohnheimbau nicht bekannt. Die Linken tun also nichts, aber auch SPD, Herr Groß, und Grüne sind wenig vorbildlich. Und das muss ich leider sagen, Sie machen sich schon auch einen schlanken Fuß. Was zum Beispiel passiert in Niedersachsen? Gerade mal 2 Monate ist die rot-grüne Regierung dort im Amt und schon werden erste Kürzungen im Hochschulbereich beschlossen. 9 Millionen Euro muss das Wissenschaftsministerium im nächsten Jahr einsparen. Und wie man so die ohnehin schon magere Grundfinanzierung der Hochschulen und Universitäten verbessern will, bleibt ihr Geheimnis. Und für neue Studentenwohnheime wird dann natürlich erst recht kein Geld da sein. Aber in der Opposition, und das zeigen Sie ja hier immer wieder aufs Neue, gerade in der Bildungspolitik, kann man ja immer wieder lustig mitfordern. In meinem Heimatland Baden-Württemberg wird unter grüner Führung trotz 3 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen massiv im Bildungsbereich gekürzt. Tausende Lehrstellen fallen weg, die Senkung des Klassenteilers wird gestoppt, neu eingestellte Lehrer verdienen weniger und, und. Ich könnte die grün-rote Streichliste hier beliebig fortsetzen. Und deshalb ist im Bund ein wenig mehr Konstruktivität und weniger Wahlkampfgetöse der Opposition angebracht. Keine der Forderungen, Frau Gohlke, der Linkspartei ist geeignet, den Studenten wirklich zu helfen. Im Gegenteil, einige ihrer Forderungen sind sogar völlig kontraproduktiv. Und wo bleibt denn die Kreativität bei ihren Vorschlägen, die nicht immer nur nach dem Bund als Geldgeber ruft? Der Bund sattelt beim Hochschulpakt Milliarden für über 600.000 neue Studienplätze drauf. Bei den Wohnheimplätzen sind jetzt aber die Länder am Zug. Setzen wir uns also gemeinsam mit guten Ideen für mehr Wohnheimplätze ein und orientieren wir uns dabei an den unionsgeführten Ländern.
diskutabel. Sicherlich die Öffnung von Bundesliegenschaften, auch die Länderklausel bei den BAföG kann man sicherlich diskutieren. Aber wir haben gesehen, die Union macht es besser als die Linken, als SPD und Grüne. Und deshalb sollten wir da gemeinsam ansetzen. Ihr Antrag, Frau Gohlke, hilft jedenfalls nicht, den Studierenden nicht. Und deshalb lehnen wir ihn heute auch ab. Dankeschön. Das Wort.